So, da, guten Morgen. Ich hoffe, heute geht es ohne technische Pannen ab. Allzu viel haben wir gestern nicht verloren vom Umfang her und ich glaube, ich habe Ihnen vorher genug geboten, dass Sie Material zum Überlegen, zum Anschauen hatten. Bevor wir medias in res gehen, werden wir ein paar formale Fragen klären, beziehungsweise dann interessante wissenschaftliche Fragen, die aus Ihrem Kreis im Chat aufgebracht wurden. Wir werden dann an der Tränendrüse noch einmal kurz einlocken. Es wurde immer wieder nach der Prüfung gefragt. Gestern Abend bekam ich einmal eine recht erfreuliche, konzise Auskunft der verantwortlichen Vizerektor Leudl und Professor Brodinger als Studiengangsleiter oder wie seine Funktion offiziell heißt, dass wir etwa das Konzept, das ich mir ausgedacht habe, durchführen können. Also es wird eine zeitlich begrenzte, kurze Prüfung über Ilias durchgeführt. Die Frage, wie lang denn bitte, kann ich erst nächste Woche beantworten. Es wird da irgendwo zwischen 8 und 12 Minuten sein, nicht sonderlich lang. Es werden zwei Bildzuordnungsfragen sein, also Sie bekommen Bilder, wo fünf Strukturen eingekreist oder mit Pfeil ausgewiesen sind und jede dieser Struktur hat eine Nummer, 1, 2, 3, 4, 5 und wie ich glaube, ich gestern schon gesagt habe, sind rechts davon dann 15 Begriffe, die teilweise auf diese Strukturen zutreffen können oder nicht und Sie haben dann Kasteln zum Ankreuzeln daneben, dass sie eben, wenn Kollagen an zwei Stellen auftaucht, zweimal ein Kreuzel für Kollagen machen und meinetwegen für den Begriff Zehennagel, der höchstwahrscheinlich nicht auf ihren Präparaten zu sehen wird, da werden sie heute bei 1 bis 5 überhaupt nichts ankreuzen. Es wird ein Modell mit Frage und Antwort vorab auf Ilias geben. Und so bitte ich Sie jetzt, mich bis nächste Woche mit jeglicher Frage zu einer Prüfung nicht weiter zu kontaktieren. Ich werde sie nicht beantworten, da diese Details noch nicht feststehen. Das Einzige, was ich sagen kann, im Gegensatz zu unseren traditionellen Präsenzpraktika, wo halt immer am letzten Kurstag über 3 Stunden geprüft wurde, zuerst kurz schriftlich und dann eine mündliche Nachbefragung, wo halt alle ungefähr 110 Studierenden gleichzeitig da gewesen sind. Das ist ja jetzt weder möglich noch notwendig. Im Gegensatz dazu werden wir diese Prüfung in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Ende des Praktikums, also nicht nächste Woche oder gleich Anfang übernächster Woche machen, da Sie ja Umstände halber die Präparate virtuell sich selbst erarbeiten müssen und da sollen Sie Zeit dazu haben, dass Sie auf diese diversen Internetseiten gehen können. Gut, das war die Info bezüglich Prüfung. Was mögliches freiwilliges Mikroskopieren vor Ort ausgewählter Präparate angeht, bin ich noch in der Warteschleife im Anflug auf Flughafen Innsbruck. Da fehlen uns noch die formalen Vorgaben, sowohl vom Ministerium als auch vom Rektorat, wie viele Leute, wie viel Abstand, wie viel Zeit, bla bla bla. Also auch hier warte ich auf Anweisungen, kann also noch null Informationen geben, außer dass wir schon ein gewisses Konzept in der Schublade haben, das aber halt den Vorgaben angepasst werden muss. So, ich hoffe, jeder hört alles. Nicht nur ich mich selber. Aha, noch keine Beschwerden im Chat. Dann können wir ja
hoffentlich an der Tränendrüse anknüpfen. Erste Korrektur, der Primat hat es gelesen, es ist ein isoprismatisches und nicht primatisches Epithel, aber besser Primat als Spulwurm, denke ich mir. Und dann kam, abgesehen von diesem formalen Einwand, der natürlich richtig war, die Frage, gibt es in der Tränendrüse Myoepithelzellen und wenn, sehe ich sie? Im Lichtmikroskop, zumindest in dem Präparat, habe ich keine ausmachen können, aber es gibt welche. Also da habe ich nichts gesehen, obwohl sicher welche da sind. Man müsste halt das Präparat jetzt in ein Mikroskop legen und genau schauen und mustern, ob man was findet. Allerdings auf diesem meinem Foto gibt es natürlich eine. Bisher habe ich Ihnen das verschwiegen, weil ich das nicht zu komplex machen wollte. Allerdings, wenn die interessierte Hörerin oder der interessierte Hörer nachfragt, dann wird natürlich geantwortet. Ich habe Ihnen jetzt diese Myoepithelzelle, die also zwischen dem Epithel und der Basallamina lokalisiert ist, im vorherigen Bild mit einem Sternchen ausgewiesen. Dieses Bild kennen Sie von Ihren Unterlagen. Und das nächste aus demselben Präparat, aber aus einer anderen Stelle, das hatte ich nicht in den Unterlagen, habe ich jetzt noch eben umständehalber eingefügt, etwas größer vergrößert. Hier grün umrandet, beziehungsweise jetzt mit dem roten Wanderkringel umrandet die Myoepithelzelle. Ich glaube, jetzt haben wir die Tränendrüse erledigt. Ich hoffe, dass nicht heute wieder Frustrationstränen kommen. Ich habe mir schon gedacht, irgendwer hat Tischerl gerückt, weil am Anfang des gestrigen Tages habe ich bei Tränendrüse irgendwas von Frustrationstränen gemurmelt. Und just wie ich dann auf die schwarz gefärbte fixierte Fektvakuole gefahren bin, ist der Bildschirm ebenso schwarz geworden. Aber gut, wir wollen uns dann nicht mit Parapsychologie beschäftigen, sondern weiterfahren. Hier verendeten wir zwangsläufig. Also, wir wissen, wenn wir ein lebendiges Gewebe mit Formaldehyd behandeln, dann interagiert dieser Formaldehyd weder negativ noch positiv mit unseren Triglyceriden und sonstigen Speicherfetten. Da passiert noch nichts, aber wenn wir dann mit der bösen Alkoholreihe kommen, um das Präparat zu entwässern und es entweder in Paraffin oder Kunstharz einzubetten, dann ist natürlich das komplett weg und was einmal weg ist, kann nicht mehr gefärbt werden. Jetzt ein kurzer Blick noch auf den Chat, ob alles passt. Okay, ja, weil heute sitzt Herr Blumer nicht neben mir, weil wieder der Laptop irgendwie spinnt, sondern in einem anderen Raum. Also ich habe jetzt nicht direktes Feedback, wenn was nicht klappt. Gut, wir können, wenn wir uns aus welchem Grund auch immer mikroskopisch strukturell für braunes oder weißes Fett interessieren, zwei Wege einschlagen. Wir gehen zuerst den Weg rechts oben, wo wir gestern im schwarzen Loch versackt sind. Wir fixieren das Präparat nach der Aldehydfixierung mit einem Schwermetallsalz Osmiumtetroxid nach. Das geht vor allem auf die gesättigten Fettsäuren dieser Triglyceride und gibt uns dann im lichtmikroskopischen Bild eine schwarze Färbung, die wir auch an den Myelinscheiden, also an den Phospholipiden unserer Axone hier sehen. Wir haben dieses Bild aus den peripheren Nerven zumindest jetzt ausschnittsweise vorgezogen. Dieses Bild wird uns dann beim peripheren Nerven nächste Woche eben in anderem Zusammenhang wieder einholen. Und dann können wir das entweder in ein Paraffin einbetten und normal histologisch schneiden oder in ein Kunstharz und Detto. Also da haben wir etwa dies. Oder wir machen es anders. Wir kommen hier
jetzt zum heutigen Präparat des Mesenteriums zurück mit einem Farbstoff namens Sudan 3. Es gibt auch einen Verwandten, also einen Cousin-Farbstoff, der chemisch ähnlich ist, aber wie Ihnen der Name verrät, Sudan schwarz, eine schwarze Färbung macht. Da nehmen Sie entweder ein natives Gewebe, dass Sie entweder auch Formaldehyd fixieren, der macht ja nichts Böses, aber stabilisiert Ihnen wenigstens die Proteine rundherum. Oder Sie frieren es ein, Kryostat, Schnellschnitt, Pathologie. Und dann kommen Sie mit diesem Sudan 3, diesem lipophilen Farbstoff, der Ihnen diese orange Färbung gibt. Und tun das entweder im wässrigen Milieu, dass Sie also über das Präparat einfach einen Wassertropfen geben und ein Deckglasel, also direkt mikroskopieren und fotografieren. Oder Sie betten es in ein Medium ein, das nicht unbedingt eine komplette Entwässerung erfordert. Das gibt es auch, das ist so technisch ein bisschen mühsam. Auf diese technischen Details wollen wir nicht eingehen, aber eben dieses Sudan 3 oder verwandt Kongo Rot, ein roter Farbstoff, diese lipophilen Farbstoffe, die haben dann schlussendlich eine höhere Affinität zu den Triglyceriden Ihres Präparates als zum auch teilweise, aber weniger lipophilen Einbettmittel. So, jetzt haben wir das Fett zumindest lichtmikroskopisch erledigt. Jetzt gehen wir auch auf drei elektronenmikroskopische Bilder. Hier haben wir noch einmal eine solche weiße Fettvakuole, wo Sie den riesigen Inhalt ziemlich uniform, für den elektronenmikroskopischer wahnsinnig langweilig sehen und den ganz dünnen Zytoplasmasaum, wo hier der Kern nicht getroffen ist. In einer etwas anderen Sicht hier, wo Sie dann auch den Größenvergleich zu irgendwelchen Zellkernen einer benachbarten Fettzelle haben und dann vielleicht am interessantesten hier. Hier haben wir nämlich hier den Inhalt dieser Fettvakuole. Warum ist er so mittelgrau? Naja, weil da Osmiumtetroxid verwendet wurde, das eigentlich immer in der Elektronenmikroskopie genommen wird. Hier haben wir die glückliche Situation, dass wir gerade den Zellkern dieser sogenannten Siegelringzelle, Namen sind Schall und Rauch, aber Tradition, angetroffen haben, der uns hier infolge der Schnittführung fehlt. Da sehen wir Mitochondrien, ein bisschen raue CR, also es ist alles da. Und dann habe ich Messungen durchgeführt, zum Beispiel hier. Und dieser dünne Zytoplasmasaum, analog zu diesem, der misst ungefähr, wenn ich da so ein paar Messungen an einigen solchen Fettvakuolen durchführe, 100 bis 400 Nanometer. In dem Fall sind es gerade 400, also das ist, wenn Sie sich an die UKM erinnern, wo ich Ihnen gesagt habe, bei den Größenordnungen Daumen mal Pi ist ein Mitochondrium quer geschnitten, ein durchschnittliches, ungefähr so 300 bis 500 Nanometer, da haben Sie den Größenvergleich. Aber es geht durchaus auf 100 zurück und wer sich scharfsinnig erinnert, was ist 100 Nanometer in den Größenordnungen der Ultrastruktur, entweder 4 Mikrotubuli nebeneinander gelegt, 4 mal 25 ist 100, die Schule beginnt bald wieder, wir fangen mit den Grundrechnungsorten an, oder zum Beispiel der Querschnitt eines Mikrovillus, also der fingerförmigen Oberflächenvergrößerung vieler Epithelzellen. Gut, jetzt haben wir das Fett wirklich erledigt. Präparate Fettgewebe haben wir in Halle 2 und jetzt beginnen wir die Aufholjagd. Aha, retikuläres Bindegewebe. Ich sehe gerade, dass ich Ihnen da die Nabelschnur in dieser Präsentation aus irgendeinem senilen Grund verschwiegen habe. Das heißt, ich mache jetzt gerade eine Minute Pause, bleibe online und tue mir die andere Präsentation aufmachen. Tut mir leid, aber irgendwann gehen die alten Ganglien halt nicht mehr.
So, dann brauche ich jetzt Datei öffnen. So, wo ist meine Nabelschnur? Na, meine nimmer, aber. So, Histologie Praktikum 28. Kurs 2. Da müsste am Schluss eine schöne Nabelschnur sein. Ducker. Ja. Bildschirmpräsentation von aktueller. Ja. Gut. Sieht man den Unterschied vom Monolayer bei der Fettzelle zu einem Bilayer? Haha, nicht mikroskopisch. Erstens nicht normale Zellwand, lieber Primat. Zellwände haben wir bei den Pilzen und bei den Pflanzen und auch bei der Hefe. Wir haben Zellmembranen und extrazelluläre Matrix im Metazoonkörper. Aber nach diesem kleinen Seitenhieb eine ernsthafte Beantwortung Ihrer Frage. Der Monolayer, der Phospholipid-Monolayer, war die allerlängste Zeit ein Streitpunkt. Wie ich in UKM gesagt habe, es hat die bis vor etwa 5 Jahren hin und her gewogt, die Meinungen normaler Bilayer oder gar nichts, nur Phasengrenze, lipophil, lipophob, also lipophil der Triglycerid, Fetttropfen, lipophob, als Zytoplasma. Und dann noch ein gewisser Zusatz zu diesem Phasengrenz-Separierungsmodell, ja, und halt eine Anreicherung so mancher Proteine, die schon bekannt waren, wie Perilipin oder was. Und jetzt ist man immerhin so weit, weil man nie was Gescheites gesehen hat im Elektronenmikroskop, auf gut Deutsch, jetzt ist man so weit, dass man sich dazu durchgerungen hat, auch im Lichte neuer Kryoelektronenmikroskopie, wo sie wirklich bei Flüssigstickstofftemperaturen, also Daumen mal Pi minus 190 Grad, nativ geschnitten eingefrorene Proben im Kryoelektronenmikroskop anschauen, wo sie den Monolayer sehen. Dass man sagt, aha, ein Monolayer mit dem Kopf und den Schwänzchen und dann zusätzlich außen noch eben Perilipin etc. etc. Akkumulation. Aber das hat sich erst seit kurzem durchgesetzt. In der normalen Präparation, ob ich jetzt eben mit einem Aldehyd und Osmium fixiere oder ob ich Schock einfriere und dann doch irgendwann, wie bei meinen eigenen Kryobildern in einer Kompromisslösung, dann mit Chemie drüber gehe, da sehen Sie leider gar nichts. So, jetzt haben wir den Monolayer um die Fettvakuolen, die ja nicht leer sind, sondern nur nach böser Paraffineinbettung leer sind, erledigt und gehen zum gallertigen Bindegewebe. Auf Englisch Gel-like oder Jelly. Ja, jetzt fällt mir nicht einmal mehr Bindegewebe ein. Ja, das kommt davon, wenn man sich zu sehr aufs Eis hinauswagt, ist ja vollkommen wurscht. Haben wir in der Nabelschnur und dient eigentlich immer als Demonstration eines sehr lockeren Bindegewebes, das dem Mesenchym sehr ähnlich ist. Weil Mesenchym, sobald wir alle geboren sind und damit eine Nabelschnur ohne Problem und ohne ethische Diskussionen entnommen werden kann, sind wir ja nicht mehr embryonal und laut engstirniger histologischer Definition gibt es ja das Mesenchym praktisch nur beim Embryo. Anyway, ein sehr lockeres, also zellarmes, auch faserarmes Bindegewebe. Und da wollen wir uns auch so eine Standard-Bindegewebsfärbung anschauen, die entweder ich oder die Kollegen in den Vorlesungen schon angesprochen haben. Azan. Azokarmin,
Karaminrot und ein Anilinblau. Also eine Sequenz aus einem blauen und einem roten Farbstoff. Ziemlich simpel. Der blaue Farbstoff färbt die Kollagenfasern blau. Der rote alles Übrige. Und was ist alles Übrige? Alles Übrige ist Fibroblasten bzw. Fibroblastenkerne. Die können wir da nicht vernünftig unterscheiden. Aha. Also, wenn ich wieder den falschen Knopf drücke, dann kann es ja nicht funktionieren. Bleiben wir gleich da. Fibroblast und Fibroblastenkern. Fast nie zu unterscheiden, vielleicht an ganz günstigen Stellen, dass man sieht, in der Mitte so eines Inselchens ist es ein bisschen stärker konzentriert rot als rundherum, aber das mag uns nicht interessieren. Dann die Masse im Blau, das sind die Kollagenfibrillen, natürlich die amorphe Grundsubstanz, die hier vorherrscht, ist nicht gefärbt. Und dann haben wir als dritte Struktur das Amnionepithel, ein einschichtiges Epithel. Wir gehen zur Briefmarke und dann gehe ich jetzt noch einmal auf die Skizze zurück, die ich versehentlich eben durch falsches Mausklicken übersprungen habe. Querschnitt durch so eine Nabelschnur nachgeburtlich, drei Gefäßanschnitte von Arterie und Vena umbilicalis, das mag uns jetzt nicht interessieren. Aber die Hauptmasse blau, eben dieses dem Mesenchym ähnliche, gallertige, ganz lockere, armfaserige Bindegewebe und außen haben wir unser Amnionepithel, das wir allerdings präparationsbedingt auch wieder nur an günstig getroffenen Stellen gut sehen können. Manchmal ist es irgendwie schlecht erhalten, ganz analog zu unserem hinteren Hornhautepithel, dass man sagt, naja, man muss ein bisschen suchen, dass man es sieht. So, jetzt bin ich auf der richtigen Folie und hoffentlich am richtigen Knopf. 3 Amnionepithel, einschichtig, annähernd isoprismatisch. Deswegen nenne ich es hier auch, weil sie hier als Ergänzung zur gestrigen und heutigen Tränendrüse ein einschichtig isoprismatisches Epithel haben. Dann die Kollagenfasern im Blau und die Fibrozyten, Fibroblasten und ihre Kerne in Rot. So, jetzt haben wir das gestrige Programm praktisch aufgeholt. Hier ein elektronenmikroskopisches Bild eines wiederum dem Mesenchym sehr, sehr, sehr ähnlichen Gewebes. Das ist nämlich ein lockeres, kollagenes Bindegewebe im Schwanz einer Maus, die Tierschützer mögen es mir verzeihen, im Zuge der Forschung gleich nach der Geburt in den Mäusehimmel befördert wurde, weil es eben auch eine Mutante war, die sowieso nicht überlebt hätte. Also es war eher ein pietätvoller Akt als eine Tierquälerei, dass wir diese Mausmutante getötet haben und gleich nach ihrer Tötung haben wir ihren Schwanz entnommen, in Millisekunden Schock gefroren und für die Elektronenmikroskopie aufbereitet. Und da ist eben unter den verschiedenen Geweben, die wir da finden, in so einem Schwanzquerschnitt auch ein sehr, sehr lockeres Bindegewebe, das praktisch dem Mesenchym entspricht. Ah, schon wieder falsch gedruckt. Und was wir hier sehen, ist einerseits wiederum das Charakteristikum der Fibroblasten, sehr, sehr viel raues und prominent sichtbares raues endoplasmatisches Retikulum. Also das ist so eine ganz typische Eigenschaft morphologisch der Fibroblasten, weil die ja entsprechend die Kollagenvorstufen synthetisieren müssen. Und dann extrazellulär viel Raum, der großteils von amorpher Grundsubstanz, wo ich also keine Struktur praktisch erkennen kann, erfüllt ist und
ganz wenigen locker gelagerten, dünnen, um nicht zu sagen mickrigen Kollagenfibrillen. Also das wäre etwa, wenn ich so eine Nabelschnur entsprechend gleich präparieren täte und anschauen täte, der Aspekt einer Nabelschnur beziehungsweise eines unter Anführungszeichen echten Mesenchyms, wenn ich irgendeinen Säugerembryo dafür hernehme. So, mal schauen. Ah, danke. Connective Tissue ist Bindegewebe. Ja. Wenn man seine lieben alten Freunde nicht hätte, dann wäre gar nichts. So, jetzt haben wir das wirklich erledigt. Da haben es die Links und jetzt steigen wir aus diesem Präparat aus und gehen mit dem weiter, was eigentlich wirklich heute am Programm stehen sollte. Aber Sie brauchen sich nicht fürchten, die Knochenentwicklung, die, ich würde nicht sagen haarig, da ist der Vergleich etwas hinkend, aber etwas zäh ist, die machen wir dann am Dienstag. Also wir kommen ganz gemütlich durchs heutige Programm, dass wir niemanden überfordern, dass da vielleicht vor dem Tag der Arbeit schon Überforderungszusammenbrüche sind. So, retikuläres Bindegewebe, Lymphknoten HE. Ich sage Ihnen gleich, Sie brauchen sich nicht zu fürchten, dass wir da Details des Lymphknoten, also mikroskopisch-anatomische, jetzt durchgehen, die etwas mühsam sind. Das ist Programm des Wintersemesters, ob präsent oder virtuell. Wir schauen uns nur retikuläres Bindegewebe an ausgewählten Stellen an. Hier haben wir jetzt eine Übersicht von so einem Lymphknoten, also so ein mandelförmiges Gebilde, und wollen für unsere Zwecke nur eine ganz grobe Morphologie machen, keine zuführenden Gefäße, keine abführenden Gefäße. Die Lymphe interessiert uns da überhaupt nicht. Wir sehen eine Randzone, die wir als Rinde bezeichnen, die dadurch charakterisiert ist, dass sie voller Sekundärfollikel ist. Sekundärer Lymphfollikel. Gut. Hier also mehr oder weniger groß angeschnittene Wollknäuel. Und dann haben wir im Inneren, Nonanet, das suggeriert ja auch der Name, das sehr lockere Mark. Also nur einmal Rinde, Mark. Und an diesen zwei Positionen zum Beispiel, wo es in der groben Übersicht ganz locker, also wenig zellig ausschaut, Sie werden dann schon verstehen, warum ich darauf herumreite, da sehen wir die Objekte unserer Begierde. Und zwar, jetzt schaue ich, dass ich nicht wieder irgendwie die Folie vermurkse, so. Eins, den retikulären Fibroblast, der in den älteren Büchern und manchen älteren Gehirnen noch als Retikulumzelle fungiert. Das sind diese, und ich komme auf die vorherigen Vorlesungen oder Praktikaerklärungen zurück, extrem in allen drei Dimensionen, also X, Y und Z-Achse verzweigten Fibroblasten, Fibrozyten. Ich erinnere Sie, ich habe gesagt, Fibrozyt ist normalerweise moderat in zwei bis drei Dimensionen verzweigt. Ein Sonderfall, ein Extrem ist der Keratozyt des Bindegewebes, der Propria in der Kornea, wo diese armen Fibrozyten wie von der Straßenwalze in zwei Dimensionen plattgewalzt sind und unter diesen lamellenartig angeordneten Kollagenbündeln wie Sandwich eingelegt sind. Und das andere Extrem schauen wir uns hier an. Den retikulären Fibroblasten, der seine Fortsätze wirklich in alle drei Dimensionen des Raumes ausstreckt. Gut. Der hieß früher Retikulumzelle und wurde gehandelt als Zelle, die in allen lymphatischen Organen außer dem Thymus vorkommt, also auch in den
Lymphfollikeln meinetwegen, die solitär im Darm auftreten, im Ösophagus, wo sie eigentlich normalerweise nichts zu tun haben, oder in irgendeinem anderen Gewebe, wo gerade eine Entzündung sich entwickelt. Und denen wurde zu Recht die Eigenschaft zugeschrieben, die bilden ein dreidimensionales Maschenwerk, Netzwerk, Gerüstwerk, das durch die von ihnen produzierten Retikulumfasern, also Kollagen 3, begleitet, gestützt wird. Und in alten Zeiten schrieb man ihnen auch noch zusätzliche Funktionen zu, dass die sich aus ihrem dreidimensionalen Gerüst, Maschenwerk, aus ihrer dreidimensionalen Architektur herauslösen können und als Wanderzellen herumwandern können und wie ein Makrophage alles Mögliche fressen können. Und wenn sie sich vollgefressen haben, der Wolf mit den 7 Geißlein, dann setzt er sich wieder zur Ruhe und integriert sich in das Maschenwerk. Naja, solche Wunderwutzes dürften diese Reticulumzellen offensichtlich nicht sein, hat sich mittlerweile großteils durchgesetzt, sondern zum Wandern und Fressen sind die Makrophagen da, die Granulozyten etc. Und die retikulären Fibroblasten sind wirklich dazu da, ein spezielles Maschenwerk zu machen. Jetzt werden Sie sagen, warum redet er da so lang? Dass ein Fibroblast Kollagen macht, wissen wir, dass viele Zellen nicht nur Fibroblasten, sondern andere Zellen auch Retikulinfasern machen können. Das hat uns auch der Herr Blumer erklärt und so weiter und so fort. Was ist der Witz des Ganzen? Komm gleich darauf zu sprechen. Jetzt ergänzen wir nur noch diese Zeichnung. Und wieder mal falsch. Retikulärer Fibroblast, der Retikulinfasern synthetisiert, die da dieses Maschenwerk mitbilden. Dazwischen Lymphozyten, mehr oder weniger dicht gelagert, und da kommen wir jetzt auf die Eingangsbemerkung zurück, wir sollen dort mikroskopieren, wo es uns in der geringsten Vergrößerung in der Übersicht locker, wenigzellig ausschaut, weil sonst sehen wir vor lauter Lymphozyten, wie wir im nächsten Bild sehen werden, den Wald der retikulären Fibroblasten und ihre Retikulinfasern nicht mehr. Und dann haben wir im Lymphknoten, last but not least, nur zur Ergänzung auch normales kollagenes Bindegewebe, nämlich die dünne Kapsel. Da können Sie also normales kollagenes Bindegewebe sehen, beziehungsweise solche Balken, die von der Peripherie Richtung Mark hineinziehen, die Trabekel. Aber, langer Rede, kurzer Sinn, wir wollen uns jetzt zum Beispiel hier im Mark beziehungsweise ganz am Rand unter der Kapsel, bevor die Follikel dicht alles überdecken, die lockeren Stellen anschauen. So, ich hoffe, Sie sind mir jetzt von der Zeichnung da zur Briefmarke und zur Übersicht gefolgt. Wo es blau in der Übersicht ist, sind offensichtlich unabhängig von der Auflösung des Mikroskopes sehr viele Lymphfollikel. Und wo es heller erscheint, na, zweimal hintereinander geht irgendwie nicht, oder ich habe den Anschlag am Klavier nicht richtig erwischt. Anyway, wo es heller erscheint, sind wir im Mark. Und wie ich schon gesagt habe, dort, wo es ganz dicht ist, sind ganz viele Lymphozyten. Da ist zwar auch ein Maschenwerk aus retikulären Fibroblasten, aber sie werden von diesem Maschenwerk nicht sehen, weil die eingestreuten Lymphozyten alles verdecken. Stellen Sie sich vor, der Herr Pfaller hätte hier
Fleck an Fleck schwarz gemalt, dann würden Sie da diese netten Sternchen gar nicht sehen. Also es ist eine rein praktische Überlegung, dass wir dort schauen, wo es hell ausschaut und nicht eine morphologische. So, jetzt sind wir da irgendwo im Mark in einer mittleren Vergrößerung. Ich hoffe, auf dem Schirm bzw. in Ihrem PDF ausdrucken in guter Auflösung sehen Sie diese von der Masse abweichenden rosa Straßen. Das ist normales kollagenes Bindegewebe, wo diese Balken, diese Trapekel mehr oder weniger angeschnitten sind. Dazwischen haben wir es entweder ganz locker. Scharfe Augen sehen auch schon oder ahnen auch schon hier ein Netzwerk, also offensichtlich diese retikulären Fibroblasten. Und dazwischen ist es eher blau, nicht politisch, sondern morphologisch. Da sind offensichtlich sehr viele Lymphozyten und andere Abwehrzellen, also Plasmazellen, Makrophagen, bla bla, interessiert uns in diesem Zusammenhang nicht. Wir gehen weiter bei etwas höherer Vergrößerung. Wir sehen also hier schon ganz dünne, zarte Fortsätze. Ich habe die Blende ziemlich zugezogen, sonst würden wir die nicht sehen. Und wer eine halbwegs gute Erinnerung hat, wird sagen, ah, so was Ähnliches hat er uns am ersten Tag in seinem Fokusvideo gezeigt, wo da diese dreidimensionalen Zytoplasma-Fortsätze dieser Zellen entweder sichtbar sind, kommen, vergehen, mit Blendenöffnung oder Blendenschließung besser oder weniger gut zu sehen sind. Das sind die Fortsätze dieser retikulären Fibroblasten. Deren Kerne sind auffällig, haben früher dazu gedient, bei den alten Histologen diese sogenannten jetzt in Pension geschickten Reticulumzellen als solche zu identifizieren. Es war die längste Zeit der übliche Jargon hier im Praktikum, ein unregelmäßig geformter oder etwas salopp ausgedrückt kartoffelförmiger Zellkern mit relativ viel Euchromatin, also eine helle Erscheinung im mikroskopischen Bild, wenig Heterochromatin, also physiologisch sehr aktiv, und deutlichen Nukleoli. Das zu den alten Retikulumzellen mit dem kartoffelförmigen Zellkern. Herr Professor Huber wird froh sein, dass er an seine Studienzeiten vor einigen Jahrzehnten, wo diese Terminologie gang und gäbe war, von mir jetzt erinnert wird. So nostalgische Reminiszenzen sind immer ganz nett. Und dann sehen wir dunkel gefärbte, runde Zellkerne, in dem Fall hier sehr dicht gelagert. Da sind also in dieses Maschenwerk offensichtlich sehr viele Lymphozyten eingelagert. Und vor lauter Lymphozyten, hier sehen wir vor lauter Wald die Bäume nicht mehr. Oder umgekehrt. So, etwas stärker vergrößert. Und wenn ich mich nicht irre, ein Video. Bevor wir das starten, also hier haben Sie wieder, in dem Fall gehe ich jetzt absichtlich nicht da auf diesen Rotpunkt, weil dann passiert garantiert wieder irgendwas, also irgendein falscher Ton, sondern ich bleibe hier auf dem Pfeil. Hier haben Sie die Fortsätze, die kommen und gehen, je nachdem wie ich den Fokus lege, beziehungsweise wie ich die Blende einstelle. Und jetzt starten wir das Video. Ja, ich schaffe es doch glatt, man glaubt es kaum. Oder startet's nicht? Aha, du musst es zweimal sagen, jetzt startet's. Okay, Faust, du musst es dreimal sagen. Wir fokussieren hinein. Die 3D-Fortsätze, in dem Fall sind wir ganz am Rand und unten haben wir so schräg in 30 Grad verlaufend dieses zarte Organkapsel aus
Kollagen im Bindegewebe und hier haben wir am Rand dieses Maschenwerk und hier wird schon wieder zu viel, weil wir ja zu viele Lymphozyten haben. Aber hier glaube ich, dieses Maschenwerk, dass das in 3D ist und je nach Fokusebene kommt und geht, sehen wir ganz gut. Gut, Video ist bald fertig. Und dann werden wir uns ein bisschen ultrastrukturell mit diesen Fortsätzen und diesen Retikulinfasern auseinandersetzen. Um nämlich denen, die die Reticulumzelle als ein bisschen was Besonderes hervorheben, ungeachtet ihrer Irrtümer, dass die auf einmal zu wandern beginnt und zu fressen beginnt. Aber ganz Unrecht hatten die Alten auch nicht. So, schauen wir. Ja. Diese Retikulinfasern, Kollagen 3 und manchmal anderes auch beigemischt, können zum Beispiel ganz gut mit einer speziellen histologischen Färbung noch dargestellt werden, der sogenannten Versilberung. Also die werden durch gewisse Silbersalze selektiv dunkelschwarz angefärbt und da haben wir so eine Versilberung aus einem Lymphknoten und sehen eben an manchen Stellen recht gut so ein feines verzweigtes Maschenwerk. Auch hier, es ist ein dicker Schnitt, es ist eine hohe Vergrößerung. Wir haben wenig Schärfentiefe, Tiefenschärfe. Also das sind die Retikulinfasern. Jetzt schauen wir es uns dann im Raster an und dann wird es ganz kurz kompliziert im Transmissions-EM. Hier haben wir in einem hübschen Bild von Professor Pfaller hoffentlich einsichtig für die morphologisch interessiert forschende Jugend, sprich die Anfänger, bitte nicht abwertend gemeint, jeder fängt einmal an und keine Meisterform vom Himmel, auch nicht in Österreich, diese sehr stark verzweigten Zellen, die da so ein, Entschuldigung, dreidimensionales Maschenwerk bilden. Dazwischen eben verschiedene andere Zellen. Die wollen wir mal ignorieren und schauen, dass wir vielleicht für uns diese Dreidimensionalität versuchen nachzuvollziehen. Thema Konvariatione. Stark verzweigte, in drei Dimensionen ausgedehnte Zelle mit Fortsätzen. Dünne Fortsätze, stark verzweigt. Und hier vielleicht nicht unbedingt gut sichtbar die assoziierten Fasern. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Aber das alles so Fortsätze, die miteinander wunderbar in Verbindung sind. Gut. Und jetzt gehen wir zur Transmission. Und abgesehen von jeder Biochemie, von der ich selber wenig verstehe und mit der ich sie nicht quäle, weil wir da natürlich nicht in diesem Forum sind, Retikulinfasern, also hauptsächlich Kollagen 3, manchmal, je nachdem, wo sie sind, in welchem Organ, in welcher Stelle des Organes, zum Beispiel ist Milz nicht Milz und Lymphknoten nicht Lymphknoten, in welchem Entwicklungsstadium, in welchem physiologischen Zustand, bla bla bla, Thema Konvariatione, haben wir zu den Kollagen-3-Fasern, den eigentlichen Retikulinfasern andere Beimischungen. Kollagen 1, manchmal sogar ein paar elastische Fasern, manchmal weitere Moleküle der extrazellulären Matrix, amorph, nicht amorph, andere Fasern, keine Details. Und diese sehr komplexe Mischung wird zusätzlich noch durch die produzierende Zelle, also diesen retikulären Fibroblasten, mehr oder weniger von der Umgebung abgeschirmt, isoliert. Das können wir hier auch sehen. Und dies alles gibt zumindest morphologisch gewisse vernünftige Argumente, dass man die Retikulinfasern und die diese produzierenden Zellen, also die, die retikulären Fibroblasten der sekundären lymphatischen Organe, also Tonsillen,
Milz Lymphknoten als etwas Besonderes ansieht. Jetzt schauen wir, ich hoffe, ich verklicke mich nicht wieder, doch natürlich, wenn man es verschreit. So, hier sehen wir dunkelgrau so einen Fortsatz einer Retikulumzelle oder moderner retikulärer Fibroblast. Hier sehen wir, na, schon wieder zum. Das sind die modernen Tücken der Technik, wo man das nicht geübt hat. So. Hier sehen wir einen Anschnitt dieser komplexen Retikulinfaser. Amorph, extrazelluläre Matrix inklusive Basalmembran dieses retikulären Fibroblasten, die der sezerniert. Dann da ein paar prominente, gebänderte Fibrillen längs, quer, da was anderes. Und wenn wir mit etwas Fantasie uns das vorstellen, das ist also ein zufälliger Schrägschnitt durch diese Faser, dann können wir sagen, diese Zelle, die diese Faser produziert hat, umschließt hier ihr eigenes Kind, also ihr eigenes Produkt und ummantelt sie. Wirklich wie ein Mantel, wie ein altmodischer Mantel oder eine Jacke, wo sie vorne nicht einen Reiß- oder Zipferschluss haben oder die überhaupt hochgeschlossen ist wie ein Hoodie, sondern wo sie einzelne Knöpfe haben. Und diese Knöpfe sind Adherence Junctions, also Adhäsionskontakte. Und wenn wir uns das jetzt im Querschnitt anschauen, ist es vielleicht etwas besser zu verstehen. Hier noch einmal so ein Längsschnitt. Da kommt so ein retikulärer Fibroblastenfortsatz. Und hier sehen Sie in dem Fall an diesem scheinbaren Ende, also schnittbedingten Ende, so eine Retikulinfaser praktisch perfekt quergeschnitten. Aber man kann sich da vorstellen, aha, das umhüllt es. Etwas stärker vergrößert von einer anderen Stelle. Dünne Fasern, dicke Fasern, längs, quer, Elastin, aha, elastische Fasern, haben wir gestern kennengelernt, Basalmembrankomponenten und dazwischen noch was anderes. Also ein sehr komplexes Sammelsurium. Und rundherum eben der umhüllende Mantel, der in dem Fall Mutterzelle. Hier Thema Konvariationen und hier sehen Sie so richtig, wie dort, wo dann die Knöpfe sein werden, ein Lappen dieser Zelle den anderen so ein bisschen überlappend umschließt. Gut. Wozu das Ganze? Wir wissen es nicht. Niemand von uns war beim Schöpfungsakt, bei der Evolution oder was weiß ich was dabei. Eine vielleicht funktionell teleologisch getriebene Erklärung ist, dass in manchen Stellen der lymphatischen Organe, wo das so speziell ausgebildet ist, nämlich auch nicht überall, da eine unkontrollierte Blutgerinnung verhindert werden soll. Aber wer bestätigt mir diese Hypothese? Sie mag plausibel sein, aber ich weiß es nicht. Daher diese Überlegung, ja, das Produkt, die Retikulinfaser, wird isoliert. Jedoch haben wir den tiefgreifenden Unterschied zur mehr oder weniger kompletten Isolation einer Myelinscheide, die sich dem Mitdenkenden durchaus aufdrängen könnte. Bei der Myelinscheide haben wir die dicht gepackten Lamellen der Oligodendrozyten, Schwanschenzellen, also der Gliazellen, die das wirklich komplett isolieren. Hier haben wir gerade nur eine Ummantelung, die lokal knopfartig durch Adhäsionskontakte zusammengehalten wird, aber das scheint zu reichen, dass sozusagen die
biochemische oder immunologische Aktivität dieser Faser nicht aus dem Ruder läuft. So, jetzt schaue ich mal kurz in den Chat, ob ich mittlerweile irgendeinen Blödsinn gesagt habe, den ich korrigieren müsste oder fragen. Nein, gut. Dann schaue ich, ob ich da weiterkomme. Ja, jetzt können wir uns diese Versilberung der Retikulinfasern noch einmal in 3D anschauen. Sie sehen, ich fokussiere durch dieses dicke Präparat. Die mittelbraunen Zellkerne und Zytoplasmata gehören all den mobilen Zellen, eben Lymphozyten, klein und rund, Plasmazellen, was weiß ich, aber das ist alles Topic des Wintersemesters und Sie sehen mehr oder weniger gut da die fein verzweigten Retikulinfasern der retikulären Fibroblasten unserer sekundären lymphatischen Organe. Zusammengefasst, die alte Retikulumzelle ist nicht ganz der Wunderwuzi, für die sie gehalten wurde. Das mit dem Herumspazieren und Phagozytieren dürfte nicht so ganz stimmen, aber dass sie ein bisschen was Spezielles ist, dass sie nämlich ganz komplexe Retikulinfasern produziert und nicht mit Verlaub gesagt relativ simple wie eine Fettzelle oder im Gehirn und dass sie die zusätzlich noch ammenartig umschließt wie ein Mantel und dann noch mit Knöpfen diesen Verschluss ein wenig stabilisiert, das können wir oder sollen wir zur Kenntnis nehmen. Damit wir jetzt von den Höhen oder Tiefen der Elektronenmikroskopie und der philosophischen Überlegungen zum retikulären Fibroblasten wieder auf den Boden unserer normalen Histologie 1 Praktikumsrealität zurückkommen. Was sollen Sie dann virtuell sich wirklich anschauen? Eben in einem lockeren Gebiet im Mark oder ganz unter der Randkapsel die verzweigten retikulären Fibroblasten mit ihrem etwas unregelmäßigen, heller erscheinenden Kern, wo man mit Glück gut Nukleoli sehen kann, gegen die eher unauffälligen, dazwischenliegenden, mit einem runden, dunklen Kern ausgezeichneten, ruhenden Lymphozyten. Weitere Abwehrzellen interessieren uns nicht. Also wir gehen praktischerweise irgendwo hinein, wo es ganz locker ausschaut. Und jetzt werden wir, da es da nicht sehr viele Beispiele gab, doch direkt da hineingehen, dass ich Ihnen noch zeige, wo wir hinwollen. So, bringen wir das irgendwie in die Mitte. So, also da irgendwo im Mark in der Mitte wollen wir uns herumtreiben, hineinzoomen, hineinzoomen, hineinzoomen. Da sehen wir schon ganz gut das Kollagen der Trabekel, also diese ziemlich einheitlich rosa erscheinenden Straßen. Dann dort, wo es sehr blau ist, sind uns zu viele Lymphozyten. Natürlich werden die auch nicht irgendwo da im Fruchtwasser schwimmen oder in der frischen Luft wie Seifenblasen, sondern auch durch diese retikulären Fibroblasten zusammengehalten. Allerdings, es sind so viele, dass wir diese retikulären Fibroblasten nicht sehen. Und dann gehen wir irgendwo ins Lockere, vorne ein bisschen herum und an manchen günstigen Stellen, hier zum Beispiel, sehe ich natürlich jetzt nicht mehr ganz so scharf, weil das Ausgangspräparat ist ein riesiges. Das würde jeden Server oder jedes Mikroskop überfordern. Hier sehen Sie dann diese Fortsätze und die helleren Zellkerne gerade an der Schmerzgrenze der Auflösungsqualität. Sie im YouTube-Livestream werden wahrscheinlich sagen, ich sehe gar nichts mehr, nur mehr Pixel, da gebe ich Ihnen recht. Aber wenn Sie dann direkt in den Link hineingehen,
werden sie mir vielleicht postfestum recht gehen, okay, direkt sieht man schon was. So, dann schaue ich noch den zweiten Link an, ausnahmsweise. Aha, da waren wir wieder mal falsch. Genau, da muss ich hin. Und das ist eben von Düsseldorf und da muss ich ehrlich sagen, kann ich mir jetzt nicht mehr ganz genau erinnern an den ersten Tag, ob ich Ihnen da die kleine Fußnote gegeben habe. Da sind nur manche Präparate Zoombar, zum Beispiel dieser wunderschöne Lymphknoten und die allermeisten nicht, sondern da ist nur eine fixe Vergrößerung und da sollen Sie sich im Index nicht wundern. Aber dieser Lymphknoten ist eben wirklich mit so einer exzellenten Auflösung, dass ich da die Düsseldorfer Seite gerne aufrufe. So. Also auch da an hellen Stellen sieht man ganz gut dieses Maschenwerk. Aber wie schon gesagt, das kommt im Wintersemester ad nauseam, da können Sie dann das wiederholen. Sie sollen nur mitnehmen, es gibt neben dem Extremfall der blattgedrückten Fibroblasten wie in der Kornea und dem Normalfall, dem moderat 2-3D verzweigten, auch den extrem verzweigten, der noch dazu an manchen Stellen der sekundären lymphatischen Organe diese extrem komplexen Retikulinfasern produziert, die er zusätzlich noch umhüllt, zu welchem Zweck auch immer. So. Und jetzt ist der Pausenclown da und wir gönnen uns, glaube ich, allen jetzt 10 Minuten Pause, beziehungsweise gute 10 Minuten, damit wir auf einer runden Summe sind. Also um 11.10 Uhr treffen wir uns wieder gesund und munter vor unseren Bildschirmen.
So, 10.10 Uhr, der Ernst des Lebens beginnt wieder. Weiterer Sonderfall des Bindegewebes, das flüssige Bindegewebe, das Blut. Ich hoffe, alle hören was und sonst bitte ich um Protest meiner Betreuer Huber und Blumer. Niemand protestiert, also tun wir weiter. Blut, ein Blutausstrich, was das bedeutet, haben wir schon in den Grundvorlesungen gehört, also ein Tröpfchen Blut auf einen Objektträger, einen weiteren Objektträger an den Rand dieses Tröpfchens angelegt, etwa einen Zentimeter über den Tropfen gezogen und dann sehen Sie die Hauptmasse der Erythrozyten und die natürlich in viel geringerer Konzentration vorliegenden Leukozyten und Blättchen ausgestrichen, dann wird fixiert, gefärbt, ein Deckmittel drüber, Deckglas. So, was können und sollen wir in diesem grundlegenden Kurs unterscheiden? Welche Zelltypen? Natürlich die Eris Nummer 1, das ist das Allermeiste. Neutrophile Granulozyten werden uns auch kein sonderliches Problem machen, sei es die segmentkernigen oder die stabkernigen, wie wir es an der Kernform dann ablesen können. Da hat Ihnen die Frau Dozent Hausert sicher schon sehr viele Details darüber erzählt. Färbung zartrosa, die Granula, sieht man im Lichtmikroskop nach dieser sehr geläufigen Färbung nach Pappenheim eigentlich nicht besonders gut. Also der Grundtenor eines neutrophilen Granulozyten im Lichtmikroskop mit unseren normalen beschränkten Kursmikroskopen, 40er Objektiv, 100er Objektiv angeschaut, die sieht man kaum. Dann haben wir verlassen diese Reihe, wir gehen nicht zu Nummer 3, sondern gehen auf Nummer 6. Auch leicht zu identifizieren und relativ häufig, also relativ natürlich in der Gesamtmasse der Leukozyten zu finden, die Lymphozyten. Kleinere Zellen, oftmals der heterochromatinreiche, also dunkelblau gefärbte Kern vom dünnen Zytoplasmasaum, des ebenfalls vom dünnen Saum des ebenfalls dunkel gefärbten Zytoplasmas oftmals nicht zu unterscheiden, der ruhende Lymphozyt. Wird er dann aktiviert, also größere Lymphozyten, die sich schön langsam in Plasmazellen umwandeln, die wir dann ja vor allem im Bindegewebe finden, also antigenproduzierende Zellen, wird der Lymphozyt dann aktiviert, dann wird dieser Zytoplasmasaum besser sichtbar, so wie eine wachsende Mondsichel oder durchaus dann eine konzentrische Figur rund um diesen Kern. Und die Färbung von ganz dunkelblau-violett nimmt ein wenig ab, dass wir also wirklich sehen, in der Mitte ein dunkler Kreis, das muss der Kern sein, und dann rundherum ein zarter Zytoplasmasaum. Dagegen wesentlich größer und auch gar nicht so selten in unserem Ausstrich zu sehen, links die Nummer 5, der Monozyt. Die größte Zelle da in unserem Ausstrich, nierenförmiger Zellkern. Natürlich ist es eine Frage, ob Sie eine Niere oder etwas veganer ausgedrückt, so eine Cashew-Nuss oder eine Paranuss aus einem Studentenmix als solches nierenförmiges Gebilde erkennen, wie Sie darauf schauen, wie das gerade liegt. Es kann natürlich sein, dass Sie auf so einen Cashew-Kern so drauf schauen, dass er etwa so erscheint wie in dieser Zeichnung von einem früheren Demonstrator und jetzigen Oberarzt an der Inneren, dem Horst Oechsle, dem dafür diese Buntstiftzeichnung auch sehr gedankt sei, dass er da einfach als
mehr oder weniger sphärisches Gebilde ausschaut und nicht da so eine Eindellung hat wie ein nierenförmiges Gebilde. Das ist also rein eine Frage der Projektion. Das Zytoplasma, ein Blauton, ein zarter Blauton, der so ein bisschen ins neutrale Grau überschlägt. Das hängt natürlich ein bisschen vom Präparat ab, das Sie sozusagen gerade bekommen, natürlich auch von der Färbung, weil Pappenheim ist nicht Pappenheim, es gibt viele Pappenheimer, sprich weniger salopp ausgedrückt, es gibt gewisse Modifikationen oder ähnliche Färbungen, die generell in der Hämatologie üblich sind, verwendet werden, aber ganz leicht unterschiedliche Farbschattierungen liefern. Aber das Zytoplasma des Monozyten, um diese Klammer zu schließen, ist also ein zartes bis kühles, helles Blau, beziehungsweise um die blumigen, pastellartigen Beschreibungen offensichtlich aquarellierender früherer Histologen in den Mund zu nehmen, taubengraues Zytoplasma. Nur auch der Hobbyzoologe oder Ornithologe weiß, dass es auch sehr verschiedene Taubenarten gibt mit verschieden gefärbten Gefieder. Also welches Grau ist gemeint? Na, Spaß beiseite, also so ein Blau mit einem leicht faden Graustich oder ein Grau, das nicht neutral erscheint in der Farbskala, sondern eher einen Blaustich hat. Anyway, aber in der Größe und im Kontrastkern zu Zytoplasma deutlich von den ebenfalls blauen Lymphozyten unterschieden. Dann gehen wir in die Mitte, Nummer 3, der eosinophile Granulozyt. Haben Sie ein Präparat, wo gerade viele drinnen sind, haben Sie Glück, dann finden Sie den, nämlich die Zelle, die vollgepackt mit relativ warmroten, also ein warmer Rotton, ein Orangeton, Granula zugepappt ist. Manchmal liegen diese Granula so dicht, dass Sie den Kern trotz Durchfokussieren fast nicht sehen. Also alles, was da so orange-rot granuliert ausschaut, in dem Fall ist die Zeichnung, ich gebe es zu, nicht optimal. Aber ich muss sagen, es war eine gewisse Schwierigkeit und deswegen muss man sich eigentlich jetzt noch beim Professor Pfaller bedanken, dass man eben lauter neues Originalmaterial bekommt, das nicht Copyright geschützt ist, das wir eben auf YouTube stellen dürfen. Sonst würden uns die diversen Verlage wahrscheinlich die Ohren lang ziehen und uns mit Klagen drohen. Und da ich die Monsterarbeit einer Buntstiftzeichnung von Blut dem Professor Pfaller ersparen wollte, der so viel gezeichnet hat, haben wir auf diese sehr gute, aber nicht 100% perfekte Zeichnung vom Horst zurückgegriffen. Drum könnten die Granula des Eosinophilen zumindest in der Reproduktion hier besser sein. Anyway, was wir praktisch nicht finden werden, ist die seltenste Granulozytenform der Basophile. Ein bisschen kleiner, also Sie können ahnen, was dieses bisschen heißt. Man kann es praktisch nicht gescheit sehen. Als eosinophiler und neutrophiler etwas größer als ein ruhender Lymphozyt. Und basophil, also blaue Farbstoffe akkumulierend, nämlich im Kern und vor allem in den Granula, die ja Lysosomen entsprechen, und meist das Zytoplasma ziemlich vollgepackt mit diesen blauen Granula. Ich glaube, in den 25 Jahren auf der Histologie, da habe ich in den Kursen, obwohl ich die ja jedes Jahr betreut habe in allen Parallelkursen, vielleicht 3, 4 Mal einen vernünftigen Basophilen in unseren Kurspräparaten gesehen. Und ich gebe es zu, wie ich jetzt den Kurs vorbereitet habe und natürlich auch alle lichtmikroskopischen Fotos neu gemacht habe, eben auch wegen Copyright, ich habe es nicht geschafft, einen zu finden. Also kränken Sie sich nicht, nur der Vollständigkeit halber sei er hier angeführt.
Und wenn ich nicht ganz von vorgestern bin in meiner Literaturkenntnis über das Blut, ist meinem Wissen gar nicht so wirklich bekannt, welche Funktion der Basophile im gesunden, physiologisch intakten Organismus ausfüllt. Wenn es irgendwer weiß, ob von meinen Kollegen oder der interessierten Hörerschaft, bin ich für jeden Hinweis dankbar. Mehr weiß man über die Basophilen unter pathologischen Zuständen. Aber damit sind wir auf einer anderen Spielwiese, die ich gerne verlasse. Und wir wenden uns der siebten Struktur dieser Zeichnung zu, bevor wir ins Präparat springen, dem Blutplättchen oder Thrombozyten. Sind ja eigentlich keine Zellen mehr, darum ist eigentlich Plättchen oder natürlich im englischen Sprachgebrauch Platelets viel zutreffender. Also da werden Sie nie was von Thrombocytes lesen oder praktisch nie. Sind ja nur mehr Fragmente und die sind viel kleiner und ganz dunkel. So, jetzt schauen wir, ob ich es schaffe. Ja, also da haben wir unseren Briefmarkenüberblick über so einen Ausstrich, der unterschiedlich dicht ist. Sie können mit etwas Hausverstand sagen, dort wo es dunkel ist, liegen sehr viele Zellen nebeneinander, vielleicht übereinander, wenn es blöd hergeht. Dort wo es hell ist, kann ich wahrscheinlich ganz gut mikroskopieren. Wiederum einmal ein Zentimeter, das war also so ein Tröpfchen Fingerblut, entweder von uns Dozenten oder von irgendwem unserer Helferlein. Und in dieser Übersicht haben wir eigentlich praktisch alles. Natürlich haben Sie, wenn Sie Ihr Präparat ins Mikroskop legen, nie auf den ersten Blick so eine super Übersicht, aber das ist halt die Tücke so eines Atlasfotos und meine eigenen Fotos sind in dem Fall auch nichts anderes. Also die Hauptmasse, die Eris. Die Dreidimensionalität kann man mit etwas Fantasie erahnen, dass man sagt, aha, ein helleres Zentrum und eine dunklere Peripherie, ganz analog zu diesem mich quälenden roten Kreis, also die Donutform. Dort, wo es dünner ist, ist weniger Farbstoff, erscheint es heller. Und dann viele, in dem Fall viele, Entschuldigung, wiederum falsch, Leukozyten. Nehmen wir eben den einfachsten Fall strukturell die Lymphozyten. Ein praktisch homogen, ganz dunkelvioletter Fleck, etwas größer als der Erythrozyt. Der Erythrozyt, ich erinnere an die Vorlesung von der Frau Dozent Hausert, ist ein sehr praktisches Mittel, in einem normalen histologischen Schnitt Größenverhältnisse abzuschätzen, weil sie eigentlich praktisch in jedem mikroskopischen Anatomieschnitt, sagen wir jetzt in der Leber oder in der kleinen Zehe oder im Herzen irgendwo welche Kapillaren haben, wo nur ein paar Erythrozyten drinnen sind und die haben ja bekanntlich eine konstante Größe von etwa 7 Mikrometern. Also das können wir als internen Maßstab nehmen, genauso wie ich Ihnen gesagt habe, für die Elektronenmikroskopie können wir das Mitochondrium mit einem Querschnitt von einem halben Mikrometer und den Mikrotubel mit einem Querschnitt von 25 Nanometer als Maßstab nehmen, ohne dass wir lang messen müssen. Also wir sehen hier, ja, ich habe nicht weiter geklickt, manchmal lernt man doch was, eine Masse Erythrozyten, die je nach Lage und unterschiedlicher Drückung eben gleich groß 7 Nanometer erscheinen. Und ganz geringfügig größer dieser homogene Batzen der Lymphozyten, ein inaktiver. Thema Konvariationen, hier dasselbe. Gut, dann gehen wir zum größten Player. Das ist mit 99,9% Wahrscheinlichkeit ein Monozyt. Eben ein helles Blau, Blau-Grau, wobei über Farben kann man natürlich streiten, weil ich auch hier den Weißabgleich in diesem Präparat möglicherweise aufgrund von Inhomogenitäten vom Eindeckmittel
nicht überall hingekriegt habe. Manchmal erscheint der Hintergrund weiß, manchmal haben wir Regenbogenfarben, aber dass es irgend so ein heller graublauer Ton ist und dass da Zytoplasma von einem dunkleren Kern, der noch dazu so eine aufgelegte Cashewnuss oder Niere imitiert, das können Sie vielleicht akzeptieren. Dazwischen kleine dunkle Punkte, ich weiß nicht, ob man es in der YouTube-Auflösung sieht, ja, man sieht es eigentlich schon, die Thrombozyten, besser Blutblättchen. Was fehlt uns noch? Die Neutrophilen, also hier so ein Stab bis segmentkerniger mit irgendeinem langweiligen Rosaton im Zytoplasma. Hier ein eindeutig segmentkerniger, also mehrere flächige Segmente durch ganz dünne Ärmchen verbunden, so wie eine etwas verformte Hantel aus dem Fitnessstudio. Hier schaut es überhaupt aus, als hätten wir drei Zellkerne, weil wir die dünnen Verbindungen zwischen den Kernsegmenten nicht gut sehen können. Und hier haben wir endlich so einen seltenen, aber manchmal gehäuft auftretenden Genossen mit einem stark granulierten orangeroten Zytoplasma, ein eosinophiler, ein bisschen größer mit gutem Willen als die Neutrophilen, deutlich größer als die Eris. Und die findet man vor allem vermehrt sowohl im peripheren Blut als auch im Bindegewebe, wenn man es mit Infektionen, vor allem Parasiteninfektionen bzw. Wurmbefall zu tun haben. Also sollten Sie einmal in tropische Länder reisen und dort in welcher Umgebung auch immer einschlägiges Material zu studieren bekommen, werden Sie dort durchaus etwas häufiger Anhäufungen von Eosinophilen finden, beziehungsweise natürlich bei unseren Labormäusen, weil so sehr wir uns bemühen, den Tierstall ordentlich zu halten, natürlich ist nichts perfekt, aber die haben immer nur als Nebenerscheinung, dass sie dort Eosinophile studieren könnten. Wie schon gesagt, Basophile kann ich Ihnen nicht bieten und wir hupfen weiter, etwas stärker vergrößert. Der Eosinophile hier, orange-rot, in dem Fall sieht man den Kern ganz gut. Vielleicht die Granula nicht optimal, aber das ist natürlich der ganzen Bildbearbeitung, Weißabgleich, Höhen, Tiefen, Lichter angleichen, im Photoshop ein bisschen zum Opfer gefallen, aber ich habe halt da alle Player irgendwie berücksichtigen müssen. Hier offensichtlich mit Wahrscheinlichkeit, allerdings würde ich keine Wette darum abschließen, weder um einen Kräutertee noch um eine Flasche Champagner, dass das Monozyten sind, und nicht sehr, sehr, sehr aktivierte Lymphozyten auf dem Weg zur Plasmazelle. Da würde mir erst die Ultrastruktur oder irgendeine Immunzytochemie eine Auskunft geben. Aber bona fide nach strukturellen Kriterien, Größen etc. können wir das als Monozyten verkaufen. Die zwei garantiert als Neutrophile, den auch. Die Blättchen sind klar. Und dann, dass das unauffällige Lymphozyten sind, wo man auch mit Lupe und bester Vergrößerung keinen Zytoplasmasaum sehen kann. Ich glaube, das ist einsichtig. Thema Konvariationen, wiederum diese drei Fotos sind die gleiche Vergrößerung, sogar aus demselben Präparat benachbart aufgenommen. Eosinophiler, wo man die einzelnen orange-roten Granula oder warmroten Granula ganz gut sehen kann. Neutrophiler bei guter Bildschirmauflösung und hoffentlich in Ihrem PDF die ganz dünnen Verbindungen, Drumstick-Verbindungen zwischen den Kernsegmenten. Neutrophiler, der wahrscheinlich eher noch ein Stabkerniger ist und noch nicht ein Segmentkerniger. Monozyt, Lymphozyt mit einem ganz zarten doppelten Mondsicherle.
im Westen und im Osten, also ein astronomisches Phänomen oder eine eigenartige Mondfinsternis, also ein junger, ruhender, schlafender Lymphozyt und hier wahrscheinlich auch wieder ein Monozyt, aber wie schon gesagt, keine Wette, dass das nicht ein viel aktiverer Cousin von dem da ist. So, Ultrastruktur. Manches lässt sich leicht finden, manches weniger leicht. Also was ich leicht gefunden habe, kommt aus meiner eigenen Werkstatt. Wir fangen an mit dem hier unten. Hier haben wir den Anschnitt einer Kapillare, also hier haben wir, oder einer kleinen Vene, ich weiß nicht auswendig, es interessiert mich auch in dem Zusammenhang nicht, aber hier jedenfalls die Gefäßwand. Angeschnitten natürlich die unregelmäßige Donutform, jetzt durch einen 100 Nanometer Schnitt zufällig getroffen. Hier ein Kappenschnitt eines Erythrozyten, hier der Donut annähernd quergeschnitten, wo man die Eindellung sieht. Etwa 7 Mikrometer. Hier ein neutrophiler Granulozyt, scheinbar 3 Kerne, weil einfach die dünne Verbindung, also der Griff der Hantel, nicht in diesem zufälligen 100 Nanometer Schnitt getroffen ist. Und eigentlich, glaube ich, ganz gut sichtbar, die unterschiedlich großen, unterschiedlich kontrastierten, also unterschiedlich gefärbten und unterschiedlich umrissenen, nämlich geometrisch, mal rund, mal eiförmig, mal hantelförmig, Granula der Neutrophilen im peripheren Blut. Gut. Wir rutschen nach rechts, wiederum 1, 2, 3 Erythrozyten. Dann ein Lymphozyt, großer Kern, dünner Zytoplasmasaum, wo man praktisch nichts erkennen kann, obwohl natürlich ein paar einzelne Würstchen von Raum ER, von Mitochondrien, also vom ganzen Repertoire unserer Organellen, da irgendwo im dreidimensionalen Raum herumliegen müssen, weil sonst könnte dieser Lymphozyt ja nicht leben und funktionieren. Dann hier ein eosinophiler, der in der Ultrastruktur ganz eindeutig erkennbar ist. Möglicherweise habe ich das schon in der UKM gezeigt. Wir haben manchmal runde bis eiförmige, bis überhaupt baseballförmige Granula, die oft in ihrer mittelgrauen Matrix dann noch einen ganz schwarz-dunkel erscheinenden kristallinen Kern, der bei hoher Vergrößerung wirklich eine Kristallinstruktur zeigt, also kristallisiertes Protein zeigen, die typischen Eosinophilen. Und er fehlt uns dann in dieser Aufzählung noch die Blättchen oder Thrombozyten. Da diese kleinen Mitspieler, die natürlich auch einige Organellen haben, auf Details gehen wir. So, kein Ton, haben wir wieder Ton? Haben wir wieder Ton? Weil ich habe mir das Mikrofon rausgerissen durch mein Beinspiel. Bitte sofort protestieren, wenn kein Ton ist. Jetzt warte gerade kurz. Kein Protest, also machen wir weiter und sonst bitte ich Blumer und Huber sofort laut zu schreien, weil die höre ich wenigstens. Im Gegensatz zu ihrem Live-Chat, den kann ich nur lesen. So, wo waren wir? Wir waren hier unten, also Erythrozyten, Thrombozyten mit Mitochondrien, interzellulären Kanalikulasystem und so weiter und so fort. Das führt uns zu weit, nur dass wir da den Größenvergleich haben. Wir springen hinauf, wir haben wiederum einen Lymphozyten, der vielleicht ein bisschen aktiver als dieser hier ist und hier in etwas besserer Auflösung Blättchen. Ton ist da, danke schön, Michael. So, wir gehen
rechts, und das ist sozusagen der einzige Screenshot, den ich vom Herrn Dr. Jastrow aus dem elektronenmikroskopischen Atlas übernommen habe, übernehmen musste. Er hat es natürlich freundlich erlaubt. Ein Basophiler mit unterschiedlich großen lysosomalen, dunkel gefärbten Granula. Und in der Frühzeit bzw. auch heutzutage werden Basophile im Schnitt im lichtmikroskopischen bzw. auch durchaus im elektronenmikroskopischen manchmal mit Mastzellen verwechselt, weil die verdammt ähnlich ausschauen. Sie erinnern sich, Mastzellen haben wir beim Mesenterium kennengelernt, und ja, wie schon gesagt, mir ist über die gesund physiologische Funktion des Basophilen praktisch nichts bekannt, was nichts heißt, aber über pathologische Zustände ist mehr bekannt. So, und jetzt hupfen wir nochmal zu einem eigenen Bild von mir. Jetzt sind wir nämlich irgendwo im lockeren kollagenen Bindegewebe einer Propria eines Darmes, wo zufällig, feinerweise, gerade drei Leukozytenarten als Freibindegewebszellen auf engem Raum nebeneinander liegen. Hier haben wir da also Kollagenfibrillen, nichts Neues. Und dann haben wir da einen Eosinophilen, wo man, glaube ich, ganz gut, zumindest beim PDF-Ausdruck in vernünftiger Auflösung, die stark dunklen, kristallinen Kerne dieser Baseball- oder spindelförmigen Granula sieht. Dann ein Neutrophiler mit dieser Variation verschieden großer, verschieden gefärbter, verschieden geformter Granula. Und hier eben, last but not least, ein sehr, sehr, sehr aktivierter B-Lymphozyt, der schon auf den Namen Plasmazelle hört, dadurch charakterisiert, dass er neben dem Kern fast ausschließlich, natürlich Golgi und Mitochondrien gibt es auch alles, aber mengenmäßig von höchst aktiven, synthetisch aktiven Raum ER charakterisiert ist. So, da haben wir die zwei Seiten dazu, die ich empfehle. Auch hier sehe ich bei Anatomie.net von Düsseldorf, das ist ein Bildchen, das zoombar ist, wie man hier hinten sieht. Also da können Sie auch herumfahren und natürlich auch von Bern. So, wir verlassen dieses etwas schlüpfrige Kapitel, das mehr oder weniger flüssige Blut als flüssiges Bindegewebe, und kommen zum letzten Punkt des heutigen Tages. Also bald haben wir unsere Pflicht halbwegs erfüllt. Stützgewebe Teil 1, und da schauen wir uns den Knorpel an, der durch Dozent Blumer ja schon sehr ausführlich und hervorragend gelesen wurde, und mikroskopisch ist da nicht allzu viel und allzu Schwieriges zu holen, also wird es, glaube ich, ein halbwegs entspannender Ausklang, bevor wir uns am Dienstag früh, sofern wir alle gesund und munter und die Technik passt, wieder einfinden, dass meiner Ansicht nach ein bisschen schwer zu erklärende Kapitel Knochenentwicklung, enchondrale Ossifikation am histologischen Präparat vornehmen. Aber dann sind wir gestärkt durchs lange Wochenende. So, wir haben zwei Präparate. Jetzt schauen wir, ob ich es wieder schaffe. Na, ich schaffe es wieder weiter zu springen. Hyalinerknorpel HE und elastischer Knorpel in elastischer Färbung. Hyalinenknorpel werden wir nur ganz kurz anreißen, weil uns der im Rahmen der enchondralen Ossifikation dann beschäftigen wird. Wer brav die Vorlesung vom Dozenten Blumer gehört hat oder Lühlmann Rauch oder sonst was studiert hat, wird das so als enchondrale Ossifikation wiedererkennen mit ruhenden Knorpel, Säulenknorpel, Blasenknorpel. Darauf kommen wir dann am Dienstag zu sprechen und auf Details, aber so ein durchschnittlicher Hyalinerknorpel wäre eben da oben an der Epiphyse
zu finden. Und unten die Zeichnung von Professor Pfaller ist für einen elastischen Knorpel außen abgrenzend bekanntermaßen eine Schicht aus kollagenem Bindegewebe, faserreich abgeplattete Zellen, abgeplattete Fibrozyten, das Perichondrium. Und dann gehen wir ziemlich ins Innere, um das Pferd wieder mal vom Schwanz aufzuzäumen. Die Chondrozyten, also die Knorpelbildner, Knorpelzellen in Grüppchen. Diese Grüppchen werden auch als Territorien bezeichnet, beziehungsweise als isogene Gruppen, weil, wenn wir hier zum Beispiel so ein Viererkleeblatt nehmen, das die letzten zwei Mitosen widerspiegelt. Manchmal sehen wir nur ein Zweiergrüppchen und es bleibt offen, ob das ein Schnitteffekt ist, dass die übrigen zwei für dieses literarische Quartett über oder unter unserer Schnittebene unseres beschränkten Paraffinschnitts von 10 Mikrometer liegen oder ob das gerade ein Zweiergrüppchen ist, deren Mitglieder sich dann noch einmal mitotisch teilen, um dann das Kleeblatt zu ergeben. Bleibt offen. Also, isogene Gruppe, weil sozusagen aus den letzten Mitosezyklen entstanden, oder Territorium, oder vor allem oder fast ausschließlich im deutschen Sprachraum gebraucht Chondron. Geschrieben werden wir es in der nächsten Folie sehen. So. Und wenn das jetzt Territorien sind, dann ist alles dazwischen, also die Grundsubstanz, sei es die amorphe, sei es die geformte, das Interterritorium oder die Interterritorialsubstanz. Und im elastischen Knorpel haben wir, wie man sich leicht vorstellen kann, neben Kollagen auch elastische Fasern. Und damit wir die besser sehen, ich komme aufs Mesenterium zurück, haben wir eine Elastikerfärbung gemacht. So, und jetzt hoffe ich geplantermaßen weiter zu springen. Ja, bingo, manchmal schaffe ich es doch. So, Perichondrium außen. Dann Chondrozyten, Knorpelzellen, angeordnet in distinkten, also räumlich umgrissenen Gruppen, isogene Gruppe, ist gleich im deutschen Sprachraum Chondron. In einem englischen Buch werden es Chondron vergeblich suchen und im Index allerdings Territorium, Territory. So. Dann Interterritorium, das was dazwischen ist. Und in diesem Interterritorium ist neben amorpher Grundsubstanz, also diesen Hyaluronanen und so weiter und so fort, keine Biochemie und Knorpel, mag ich sowieso nicht gern unterrichten, zugegeben, Kollagene und im Fall des elastischen Knorpels elastische Fasern. In dem Fall wiederum nochmal steige ich aufs Pferd vom Schwanz und nicht von der Seite. Ich beginne mit dem elastischen Knorpel. Briefmarkenübersicht, Sie sehen da zum Beispiel ein Knorpel aus der Ohrmuschel oder Epiglottis. Außen locker das Perichondrium, das durch den Schnitt abfasende Bindegewebe, gut vaskularisiert, gut innerviert. Jeder weiß es, dem beim Fußballspielen schon irgendwer der gegnerischen Frau oder Mannschaft absichtlich oder versehentlich eins ans Schienbein geknallt hat. Auch das tut weh, weil man dort halt sehr gut innerviertes, in dem Fall Periost, haben, aber in der Innervierung dieser Stützgewebe, Bindegewebsgrenzschicht ist da kein Unterschied. Also Perichondrium, Periost, gleich gut innerviert versorgt. Ist ja auch nötig, weil zumindest im Fall des Knorpels, ich erinnere an die detaillierten Ausführungen von Herrn Blumer, wir ja im Knorpel selber keine Gefäßversorgung haben, sondern alles durch Diffusion geschieht, ganz analog, wie Herr Blumer im Chat freundlicherweise ergänzt hat,
zum Bindegewebe der Kornea, wo wir ja auch keine Blutgefäße haben. Also hier außen viele Blutgefäße, da drinnen nichts. Und auch in dieser Übersicht können wir annähernd die Grüppchen erkennen, wenn auch natürlich von den Zellen nicht mehr viel über ist, fixierungsbedingt, sondern da ist nicht mehr viel drinnen. Wir vergrößern ein bisschen stärker diesen elastischen Knorpel, gehen von Norden nach Süd, von oben nach unten, das straffe kollagene Bindegewebe des Perichondrium, wo einzelne elastische Fasern sind. Und dann gehen wir hier in den Hauptkörper des Knorpels, hier eine isogene Gruppe, also eine Knorpelzelle, eine zweite, eine dritte, was drinnen ist, darüber schweigt die Chronik. Also nicht, dass man sagt, da dieses Inselchen ist da irgendwie der Kern und das andere vergessen Sie es. Das ist durch die Fixierung, die natürlich durch die kompakte Matrix dieser Grundsubstanz schlecht penetrieren kann, schlecht erhalten, und da kann man eigentlich nur sagen, das ist der Ort, in der die Zelle einmal drinnen gesessen ist. Das ist mehr oder weniger der leere Sarg. Der Sargdeckel ist da, die Grundsubstanz außenrum. Und dann sehen wir verzweigte Fasern unterschiedlichen Kalibers, dicker, dünner. Manchmal sehen wir das als Punkte. Da haben wir offensichtlich dann eine Faser, die von, wenn wir jetzt unseren Bildschirm als Fokusebene nehmen, unseres Mikroskopes, genau von hinten nach vorn in unser Auge kommen und daher in der Projektion als Punkt erscheinen. Also so eine Faser, quergeschnitten, muss in der Projektion ein Punkt sein. Wir gehen weiter. Der Hyalineknorpel dagegen, zum Beispiel eben der Gelenkskopf bei einem Epiphyse. Hier haben wir einen anderen als Beispiel. Entschuldige, das wäre die Übersicht. Eine normale HE-Färbung. Perichondrium rosa, das Bindegewebe. Hier ein Anschnitt eines Blutgefäßes. Hier die Chondrozyten in mehr oder weniger regelmäßig angeordneten, mehr oder weniger regelmäßig großen Gruppen. Und was wir hier sehen, ist auf jeden Fall eine unterschiedlich starke Anfärbung durch unser Hämatoxylin der Interterritorialsubstanz. Hier ist es relativ homogen, dass man sagt, da können wir die Kleeblätter als einzelne Territorien ganz gut in einer annähernd homogenen Interterritorialsubstanz sehen. Hier dagegen sind die Bereiche des Interterritoriums rund um unsere Chondrozyten, unsere Territorien, viel stärker gefärbt als weiter weg. Das ist ein reiner Konzentrationsgradient, vor allem dieser Hyaluronane, weil ja, wer produziert die Grundsubstanz? Der Chondrozyt. Und in der Nähe des Produzenten ist die Konzentration höher als in der Ferne. Gut. Dann werden Sie sich fragen, na, können wir eigentlich die kollagenen Fasern da in der Interterritorialsubstanz sehen? Sagen wir normalerweise nicht, weil die in einer normalen Präparation den gleichen Brechungsindex haben wie die Grundsubstanz, also in einem normalen Hellfeldmikroskop auch unter Zuziehen der Blende nicht sichtbar sind. Allerdings, der Sonderfall sind die als sogenannte Asbestfasern benamsten Kollagenfasern in einem alternden Knorpel. Da gibt es also offensichtlich eine gewisse Entmischung oder olympiasportlich ausgedrückt Ausaperung der Kollagenfasern aus der sich zurückziehenden amorphen Grundsubstanz, dass wir diese Fasern sehen können.
weil ja auch der alternde Knorpel dann sukzessive mineralisiert, beziehungsweise wir werden das natürlich am Dienstag da in der enchondralen Ossifikation, die Mineralisierung des Knorpels kurz besprechen, als Ergänzung zu dem, was Sie sicher schon in Extenso bei Herrn Blumer gehört haben. Also im Ausnahmefall kann man auch im 0815 histologischen Präparat des hyalinen Knorpels im normalen Studenten-Hellfeld-Mikroskop so eine Asbestfaserung ist gleich ansatzweise die Kollagenfibrillen sehen. So, wir haben es bald geschafft. Sie mit dem Reden, Sie mit dem Zuhören, entschuldige, ich mit dem Reden. Man merkt, es wird Zeit, dass ich aufhöre. Pfaller und Blumers Best Knorpel. Hier einmal in der Raster EM ganz eindrücklich, dass sie sagen, aha, das ist wirklich ein Stützgewebe, diese Grundsubstanz ist was ordentlich Massives, also nicht nur was zum Durchschauen, wie es vielleicht an manchen Stellen des HE-Schnittes des Hyalinenknorpels erscheint, worüber eher die Chronik schweigt, wie unser Lateinlehrer sagen, Tete, den schon lang der Rasen deckt, die Erhaltungsqualität dieser Chondrozyten. Das ist also eine wunderbare Widerspiegelung einer schlechten Fixierung. Christian Pfaller möge mir verzeihen, er kann ja nichts dafür. Aber da merkt man so richtig, wie das Fixans viel zu langsam durch diese Betongrundsubstanz des Interterritoriums diffundiert ist, bis es diese armen Chondrozyten, naja, in einem Absterbeprozess, anders kann man es nicht sagen, nimmer im Leben fixiert hat. Also das vergessen wir. Wir sagen, da war der Chondrozyt, er ruhe in Frieden, aber wir schauen hier aufs Interterritorium. Wesentlich hübscher ist es hier bei einer Knochenentwicklung vom Dozenten Blumer, dass wir hier da ein schönes Territorium, in dem Fall vier Mitglieder des literarischen Quartetts Kleeblatz haben. Großer Kern und was hier schwarz ist. Herr Blumer hat hier das PAS-Analog für die Ultrastruktur gemacht, das er also mit Periodsäure oxidiert hat. Sie erinnern sich an die Glykokalyx hoffentlich unseres Dünndarmes und dann ein schwarzes Reaktionsprodukt für manche Polysaccharide, also Vielfachzucker bekommen hat und in dem Fall ist das Glykogen. Also Chondrozyten sind in manchen Stadien ihrer Individualentwicklung voll mit Speicherstoffen. Und diese Speicherstoffe können entweder Glykogen sein oder durchaus voluminöse Triglycerid-Lipid-Tröpfchen, die in dem Bild allerdings nicht sind. Was wir sonst noch hier ganz hübsch sehen, na, also ganz am Schluss schaffe ich es nicht mehr. Es wird Zeit, dass ich aufhöre. Auch hier ein ruhender junger Chondrozyt, sehr hübscher Zellkern, Glykogeninseln, in dem Fall glaube ich ist es nicht oder vielleicht doch PAS reagiert, anyway. Aber was man auch hier ganz gut sieht, massenweise raues endoplasmatisches Retikulum, was ja auch einsichtig ist und vom biologischen Hausverstand zu fordern ist, wenn wir ja postulieren müssen, dass dieser Chondrozyt sowohl die amorphe Grundsubstanz als auch die kollagenen Fasern oder im Fall des elastischen Knorpels die elastischen Fasern produzieren, sezernieren muss ihre Vorstufen und dazu braucht es ein sehr aktives ER. So, letzte Folie und dann sind wir wirklich erlöst aus meiner Werkstatt. Wiederum das halb gefüllte, halb leere Glas. Warum zeige ich die Folie nach den schönen Bildern vom Herrn Blumer überhaupt?
Auch das ist eine Kryopräparation, die mir zufällig gelungen ist, mehr oder weniger als Nebenprodukt, dass ich also nicht mit Formaldehyd oder Glutaldehyd fixiert habe, sondern sehr schnell eingefroren habe. Und das halb leere Glas ist, der Ehrlichkeit halber, wenn ich mir da so die Ultrastruktur anschaue, dieser Chondrozyten unterscheidet sie sich nicht sonderlich von den wunderschönen Bildern vom Herrn Dozenten Blumer. In dem Fall keine BAS-Reaktion, also das Glykogen mehr oder weniger fad in Grautönen amorph, aber es ist wieder da, um auf die Biologie zurückzukommen. Kern ist da, zack, Kern ist da, viel ER ist da, gut. Und wenn Sie fragen, ja, wozu quält er uns jetzt noch da 5 Minuten mit seinen Kryopräparationen, das haben wir doch beim Blumer auch schön gesehen, weil ja auch da diese Interterritorialsubstanz nicht viel anders ausschaut. Und da kommt jetzt sozusagen das halbvolle Glas, das ich Ihnen leider nicht dokumentieren kann, worauf ich aber hinweise, nämlich vor allem im Hinblick auf den Dienstag, das Stadium des sogenannten Blasenknorpels. Wer brav die Vorlesung gehört hat oder sich mit Lühlmann-Rauch vorbereitet hat, wird bei der enchondralen Ossifikation auf den Blasenknorpel gestoßen sein, der in alter Literatur, sagen wir so bis 1970, 1980, 1990, als Degenerationserscheinung beschrieben wird. Ja, da sterben die Knorpelzellen schon ab und sind ganz kaputt. Drum sehen wir sowohl im Lichtmikroskop als auch, Klammer geschlossen, Elektronenmikroskop, nur mal einen sehr salopp und unpietätvoll ausgedrückt, Friedhof von Leichenteilen. Irrtum. Der sogenannte Blasenknorpel ist, wie natürlich jetzt vollkommen richtig in Lühlmann-Rauch und den aktuellen Lehrbüchern stehend, ein hypertropher Knorpel, also die Zellen, die Chondrozyten, sind ein Entwicklungsstadium der Chondrozyten, wo sie metabolisch extrem aktiv sind, hypertroph sind, also bis zum Herzinfarkt vor sich hin arbeiten. Und in diesem Zustand sind sie einer normalen chemischen Fixierung mit Aldehyden absolut nicht zugänglich. Da kollabieren sie, während sie durchs Fixans vergiftet werden. Also das Bild, das unsere, was weiß ich, Onkel, Großmütter in elektronenmikroskopischer Frühzeit oder auch lichtmikroskopischen Mittelalter vor sich hatten, dass hypertrophe Chondrozyten keine Ultrastruktur mehr, sondern nur mehr vielleicht bestenfalls Kernreste zeigen und das eben guten Glaubens als abgestorbene Zelle missinterpretiert haben. Das stimmt einfach nicht, da kommt die chemische Fixierung nicht ran. Und witzigerweise war es, und bald bin ich wirklich fertig, Anfang der 1980er, eine wegweisende Publikation aus Zürich, wo also mit dieser Kryofixierungsmethode methodisch einiges getan wurde, dass gerade am Knorpel, am hypertrophen Knorpel gezeigt wurde, wenn ich das natürlich mit entsprechend viel Glücksfällen versehen, entsprechend gut innerhalb von Millisekunden durch Abkühlen, Kryofixieren, stabilisieren kann und dann ein vernünftiges Präparat ins Elektronenmikroskop bekomme, also keine Zwischenstufen jetzt technisch erklärt, dann sieht man alle Organellen da, up and doing, nur man sieht sowohl am ER, man sieht sowohl am Golgi, dass das extrem aktiv ist und eben extrem verletzlich, empfindlich gegen jede Störung. Und eine, nein, ich will kein Update, natürlich ist es Donnerstagmittag, nicht entsprechend fixiert werden kann.
Und leider finde ich derzeit dieses Präparat, wo auch ein Blasenknorpel drinnen ist, wo ich da diese ruhenden Knorpel fotografiert habe, nicht, dass ich Ihnen sozusagen den Beweis antreten kann. Und die Publikation von der ETH kann ich Ihnen auch aus Copyright nicht zeigen. Take-home-Message, Blasenknorpel ist was Hypertrophes und nichts Absterbendes. Und ich werde Ihnen dann, nicht um den Kollegen Blumer zu kränken, aber um es Ihnen vor Augen zu führen, im Rahmen der Knochenentwicklung am Dienstag so ein Geisterbahnbild eines ultrastrukturell vollkommen zerstört aussehenden Blasenknorpels aus der Blumer-Werkstatt zeigen. Und mit dieser absolut nicht unfreundlich gemeinten Bemerkung zu meinem lieben Studienkollegen und Helfer im betreuten Vorlesen Michael Blumer schließe ich für heute. Die letzte Folie ist wie bekannt die Links zu den Präparaten. Ich wünsche Ihnen sowohl einen aktiven wie auch erholsamen Tag der Arbeit und Rest des Wochenendes. Und nur weil ich in der Pause kurz gesehen habe, ein Antwort-Mail von Vizerektor Peter Leudl auf meine Nachfrage, ja, wissen wir endlich schon was vom Ministerium, wie wir vielleicht einmal doch freies Mikroskopieren machen können. Nein, man wartet noch immer und ist schon entsprechend, ungeduldig, um es höflich auszudrücken. Die Wiener vertrösten einen, es werden Vorschriften kommen, aber wir wissen noch nicht was. Darum können auch wir bzw. das bemühte Rektorat noch keinerlei Auskünfte über irgendeine Präsenzlehre, wessen Semesters auch immer in diesem Sommersemester geben. Und mit dieser, ich würde sagen, nicht einmal resignativen, sondern einfach beobachtenden Bemerkung noch einmal auf Wiedersehen und schönes Wochenende.